Jugendliche verlieben sich zu leicht, das stimmt. Und wenn sie es tun, glauben sie fest daran, dass dies das letzte Mal sein wird, dass sie sich verlieben. Und dass diese Person ganz sicher die Liebe ihres ganzen Lebens ist. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wie die Schulzeit? Das hätte genauso gut die Handlung für Romeo und Julia sein können. Aber natürlich wird es noch schlimmer. Da Jugendliche von Natur aus rebellisch sind, warum nicht diese eine wahre Liebe zu einer Verbotenen machen? Wir alle kennen das Ende der ursprünglichen Geschichte. Aber was wäre, wenn Romeo das Interesse an Julia verlieren würde, nachdem er ihr Herz gewonnen hat? Oder was würde passieren, wenn Julia sich Monate nachdem sie zusammen waren, in einen anderen Jungen verlieben würde? Lassen Sie uns das mal genauer betrachten. Niemand weiß wirklich, was die Capulets gegen die Montagues hatte. Was wir jedoch wissen ist, dass es eine Party gab. Und auf dieser Party blickte Romeo in die Augen von Julia. Stellen wir uns vor, statt einer Tragödie würde das Paar glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende leben. Zumindest bis zu dem Tag, an dem Romeo deprimiert aufwachte, weil er Julia mehr als Freundin denn als Geliebte sah. Oh oh, was nun, Romeo? Leider passiert dies oft. Romeo könnte an so etwas wie Desillusionierung gelitten haben. Das passiert, wenn die rosarote Brille, durch die man die Beziehung zu Beginn betrachtet hat, abrupt abgenommen wird. Und man muss sich mit der Wahrheit auseinandersetzen, anstatt mit der Illusion, die man in seinem Kopf erschaffen hat. Manchmal projizieren wir zu Beginn einer Beziehung auf die andere Person, was wir wollen, dass sie ist. Wir sehen sie wirklich nicht für das, wer sie wirklich sind. Psychologen sagen, dass dies etwas ist, das dazu neigt, mit egozentrischen Liebhabern zu passieren. Ein egozentrischer Liebhaber setzt all seine Hoffnungen und Träume auf das Objekt seiner romantischen Interessen. Im Rausch der Leidenschaft, meistens am Anfang einer Beziehung, könnte er bereit sein, alles für den anderen zu tun. Aber Experten zufolge ist das ganze Projekt selbstzentriert. Sobald die Hitze langsam abkühlt, beginnen die Dinge kompliziert zu werden. Der egozentrische Liebhaber beginnt sich zurückzuziehen, sobald er erkennt, dass sein geliebter Mensch nicht in der Lage ist, all seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist tiefgreifend, nicht wahr? Tatsache ist, wenn Shakespeare jemals eine alternative Fassung von Romeo und Julia geschrieben hätte, hätte er genauso gut über Enttäuschung schreiben können. Es ist so häufig, es wäre keine Überraschung, wenn es unseren Lieblingscharakteren passieren würde. Nun stellen wir uns vor, Romeos Uber hat ein paar Mal abgesagt, bevor er zur Party aufbrechen konnte, und er kam zu spät an. Sobald er ankam, redete ein Freund, den er seit längerem nicht mehr gesehen hatte, über eine Stunde mit ihm. Als er endlich entkommen konnte, um auf die Toilette zu gehen, lief er einem wunderschönen Mädchen über den Weg. Er dachte sogar, dass er noch nie vorher ein so hübsches Mädchen gesehen hatte. Aber sobald er das Badezimmer verließ, sah er sie einen anderen Typen küssen. Also schüttelte Romeo nur den Kopf und ging direkt zurück auf die Tanzfläche. Er öffnete die Dating-App auf seinem Handy und suchte nach einem anderen Mädchen, mit dem er ein Match haben könnte. Wenn Shakespeares Drama in unserer modernen Welt stattfinden würde, könnte dies durchaus der Fall sein. Vielleicht war Juliet auch in Romeo verliebt, hatte aber Angst, es zu zeigen, da er auch kein wirkliches Interesse zeigte. In der Ära der sozialen Medien ist Liebe ein zerbrechliches Ding, besonders für Teenager. Die Online-Welt zeigt uns eine Fülle von Optionen, also warum nur auf eine festlegen? Forscher haben sich bereits intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Der Soziologe Zygmunt Bauman hat dies als flüssige Liebe bezeichnet, bei der Liebe und Beziehungen etwas Nicht-Permanentes sind. Es beschreibt einen fluiden Ansatz zu Beziehungen. So flüssig wie nach links wischen in deiner Lieblings-Dating-App. Tinder hat über 50 Millionen Nutzer und ist in 190 Ländern vertreten. Es erhält über 1,6 Milliarden Wischbewegungen pro Tag. Es ist ein brutaler Marktplatz, denn es besteht die Erwartung, immer etwas Besseres zu finden. Die Sache ist, flüssige Liebe lässt die Menschen in einem Paradoxon leben. Laut Jenny Kubels, einer Professorin für Psychologie, suchen ihre Studenten nach einer lebenslangen Liebe. Aber die meisten von ihnen geben zu, kurzfristige Beziehungen mit wenig Engagement zu haben. Junge Leute sagen, sie wollen Dinge wie Engagement und Vertrauen, die normalerweise in langfristigen Beziehungen vorkommen. Aber sie sagen auch, dass sie sich langweilen, nachdem der Reiz des Anfangs vorbei ist. Das ist keine einfache Gleichung. Version Nummer 3 wird sogar noch besser. Stellen wir uns vor, dass Juliet auf der Party versucht hat, Romeos Aufmerksamkeit zu erregen, aber seine Liebesinteresse war auf ein anderes Mädchen gerichtet. Rosaline. Juliet stand in der Ecke, während sie sah, wie die Liebe ihres Lebens ihre Cousine küsste, was die Dinge nur noch schlimmer machte. Juliet verbrachte Wochen,
sogar Monate damit zu versuchen, Romeo von Rosalien zu trennen, bis sie schließlich erfolgreich war. Ein gebrochener Romeo fand Trost bei Juliet und in seinen bedürftigsten Zeiten verliebte er sich in sie. Sie begannen sich zu verabreden, zogen zusammen und adoptierten sogar eine Katze. Das volle Programm. Eines Tages fand Romeo heraus, dass Juliet ihn mit ihrem italienischen Tutor Roberto betrogen hatte. Ich meine wirklich? Ja, wirklich. Die meisten Menschen, die schon einmal in einer Beziehung waren, kennen Liebeskummer. Und sie wissen, dass Liebeskummer genauso physisch wie emotional ist. In diesem Fall war Romeo immer noch von Juliet hingerissen. Und als er herausfand, dass sie ihn betrog, fühlte er alle möglichen Dinge. Herzschmerzen aktivieren den Inselkortex, eine Region des Gehirns, die Schmerzen verarbeitet. Aber der Inselkortex unterscheidet nicht zwischen emotionalem Schmerz und physischem Schmerz. Daher kann Liebeskummer genauso sehr wehtun wie eine Verstauchung des Knöchels. Du weißt, was sie sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt. Mit jedem vergangenen Tag ertappte sich Romeo dabei, wie er davon träumte, Juliet wieder zu kontaktieren. Beim Aufräumen seines Hauses fand er einige Dinge, die Juliet vergessen hatte mitzunehmen. Manchmal war der Drang, Kontakt aufzunehmen, überwältigend, wie ein extremer Hunger oder Durst. Dies geschah, weil der ventrale Tegmentum-Bereich aktiviert wurde. Das VTA ist das Motivations- und Belohnungszentrum des Gehirns, das Gefühle der Sehnsucht antreibt. Derselbe Teil des Gehirns, der zu Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte aktiviert wurde und sie besessen voneinander machte. Das ist einer der Gründe, warum Trennungen so verwirrend sind und oft führen Menschen wieder zusammen. Auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Dies ist jedoch nicht der Fall bei unserem geliebten Paar, seitdem Juliet mit Roberto nach Europa geflohen ist. Nun spulen wir das Band zur ursprünglichen Version dieser Geschichte zurück. Junge trifft Mädchen. Sie verlieben sich verrückt und tief ineinander. Aber haben sie jemals darüber nachgedacht, ob es eine Chance gibt, dass diese star-crossed Liebenden nur die Nachwirkung von Pheromonen in ihren Körpern spüren? Ja, ja und ja. Pheromone sind natürliche chemische Signale, die wichtige genetische oder sogar physische Informationen vermitteln. Was passierte, als Romeo und Julia sich in die Augen sahen, war eine sofortige Erkennung in ihren Gehirnen, dass ihre Genetik gut zusammenpasste. Sobald das passierte, begann Julia eine Menge Östrogen zu produzieren und Romeo begann eine ganze Menge Testosteron zu produzieren. Diese Hormone sind verantwortlich für die Schaffung dieser unersättlichen Lust, die Liebende füreinander empfinden. Andererseits ist dies nicht so romantisch wie die gesamte Seelenverwandten-Erzählung, weshalb Shakespeare dies überhaupt nicht erwähnte. Was das bedeutet ist, dass Romeo und Julia von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Sie sehen, in dieser lustvollen Phase der Liebe verlieren wir unsere Fähigkeit zum kritischen Denken. Der Teil des Gehirns, der in die Verliebtheit involviert ist, spricht lauter als etwas, das präfrontaler Kortex genannt wird, wo unsere Fähigkeit zum kritischen Denken liegt. Und wenn wir Teenager sind, reift der Teil unseres Gehirns, der für unsere Selbstkontrolle verantwortlich ist, immer noch. Was bedeutet, dass wir wirklich wenig Selbstkontrolle haben? Es ist also sinnvoll, dass Romeo und Julia Teenager waren, oder? Denn wenn sie sich in ihren 30ern getroffen hätten, würden sie die ganze Sache vergessen, nachdem sie zu kompliziert wurde. Julia würde es vorziehen, einen anderen Mann zu treffen, den ihre Familie akzeptierte. Und Romeo würde nicht einmal darum kämpfen, weil er kurz vor einer großen Beförderung stand. Und für die Liebe zu kämpfen, würde einfach zu viel seiner Energie in Anspruch nehmen.